Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Wenn ihr das Video seht, hat mein Urlaub begonnen und ich plane in diesem Jahr keine echte Sommerpause, so wie in den letzten 2-3 Jahren, wo ich im Monat ja gar keine Videos gemacht habe. Ich habe ein bisschen was vorgedreht. Ich werde meine Bücherwoche relativ aktuell weiterdrehen. Ich überlege noch, ob ich das vielleicht so ein bisschen im Vlog-Style mache, dass ich immer, wenn ich ein Buch gelesen habe, vielleicht schon sozusagen meine Gedanken dazu mitteile, euch das sozusagen dann nur zusammenschneide für den Samstag oder auch mal für den Sonntag, je nachdem, was so ein bisschen für Unternehmungen anstehen, damit man, damit ich im Grunde nicht komplett eine Stunde mich hierher setze und dann noch schneide und so weiter, sondern dass ich im Grunde ja immer mal so 10 Minuten über ein Buch spreche an einem Tag und vielleicht dann auch tatsächlich ganz sommerlich und urlaubsmäßig aussehe. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die in meinem Kopf sind, aber ich freue mich jetzt auf meinen Urlaub. Ja, das Jahr, der ist für mich ja doch ganz schön in sich und ich möchte jetzt so ein bisschen runterkommen, entspannen, auch so zu mir wiederfinden, zu mir kommen. Das klingt jetzt total merkwürdig, aber ich glaube, so mancher kann das recht gut nachvollziehen und verstehen. Und auch wenn es keinen Strandurlaub gibt und keine Flugreise oder Ähnlichem, habe ich so ein paar Sachen hier im Umkreis geplant, auch ein, zwei Besuche in anderen Städten. Und ich bekomme auch Besuch und ich freue mich einfach auf die Zeit, die ich dann habe. Ich habe insgesamt 3 Wochen Urlaub und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Aufs Lesen, aufs Gammeln, aufs im Garten sein, auf Wandern und liebe Menschen sehen. Und natürlich auch ein bisschen auf die Europameisterschaft. Die hat ja jetzt auch schon gestartet, im Grunde noch in der Bücherwoche, über die wir jetzt sprechen. Und ich muss sagen, ich finde das ein bisschen kritisch. Bei mir kommt auch nicht ganz so der Meisterschaften-Hype dieses Jahr auf, weil ich es doch ein bisschen merkwürdig finde, dass man mitten in der Pandemie jetzt irgendwie eine Europameisterschaft spielt. Zum einen, dass sich jetzt diese ganzen Spieler mischen von ihren Ligen in die Nationalmannschaft und dann wieder umgekehrt. Dann sind wir da irgendwie in zig Städten und Ländern unterwegs, wo ja auch wieder Leute mitarbeiten von außerhalb dieses Zirkuses sozusagen. Und ich weiß nicht, ich möchte ja die Pandemie nicht mit Krieg vergleichen. Das ist es auf keinen Fall, aber es fühlt sich schon ein bisschen merkwürdig an, wo es ja noch genügend Länder auf der Welt gibt, wo die Zahlen ganz anders aussehen und die bei weitem nicht über dem Berg sind, wie man das ja jetzt so hier das Gefühl hat. Aber ja, ich muss sagen, so die ersten Spiele, die ich gesehen habe, waren so okay. Ich schaffe es nicht, jeden Tag 3 Spiele zu sehen, aber ich möchte schon so jede Mannschaft irgendwie mal gesehen haben. Und mein Herz schlägt ja bekanntlich für Cristiano Ronaldo. Shitstorm in den Kommentaren gerne jetzt. Dementsprechend drücke ich natürlich Portugal, auch der ist ja der amtierende Europameister, die Daumen. Und wer weiß, vielleicht schafft es Cristiano Ronaldo nochmal seine Mannschaft dahin zu führen. Oder ja, mal sehen, wie weit Deutschland kommt, auch da. Ja, bin ich natürlich euphorisch dabei. Da könnt ihr mir ja auch gerne mal sagen, wie ihr so das Thema Europameisterschaft seht, wie ihr das wahrnehmt, ob ihr bei so Meisterschaften dann mit am Start seid, euch auch ein paar Spiele anschaut oder die deutschen Spiele oder wem auch immer ihr die Daumen drückt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Ja, in der Bücherwoche selbst habe ich 4 Bücher gelesen. 1 davon habe ich gehört. Und es war eine okay Woche mit so einem Ausreißer in eine Richtung, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, wie ich das Buch eigentlich finde, das jetzt Sinn macht. Und ich habe mit The Crown weitergemacht und dazu würde ich dann auch noch ein bisschen was erzählen. Ihr findet die Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, auch zusammen mit Instagram, den Leseclub, der Playlist für den Hörgenuss, der jetzt dann auch am Donnerstag schon wieder soweit ist, ne? Ja, richtig. Und guckt da gerne mal vorbei, da würde ich mich auch freuen. Die Woche hat begonnen mit einem Thriller und zwar von Melanie Rabe, Die Wahrheit. Sie kennt ihn nicht, doch er weiß alles über sie. Ja, klang super spannend. Dann habe ich zu einem englischen Buch gegriffen und zwar War mir nach David Mitchie und ich habe The Queen's Corgi gelesen, was es aktuell nur im Englischen gibt und es war jetzt einfach mal an der Reihe. Gehört habe ich Der kleine Teeladen in Tokio von Julie Kaplan. Das ist der 5. Teil der Romantic Escapes Reihe. Und dann noch gelesen am Wochenende bei schönstem Wetter habe ich Loved Island von Emilia Schilling gelesen. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Ich habe jetzt auch 2 Rezensionsexemplare dabei gehabt, der Teeladen und auch Loved Island. Auch das kennzeichne ich immer unten in der Infobox. Also wenn ihr da Infos wollt, schaut da gerne mal vorbei.
Ja, mir war etwas nach Thriller und ich wollte ja Melanie Rabe auch nochmal eine Chance geben. Und so habe ich mir ja die Wahrheit besorgt und auch die liebe Christine hat das ja auch mit rausgepickt aus dem Sommerpick My Sub. Da war das unter anderem so ein Buch, was sie eigentlich auch gesagt haben, man könnte es tauschen, aber ich habe es mit auf der Liste gelassen und habe dann jetzt auch dazu gegriffen. Ich hatte von der Autorin Die Falle gelesen und so für okay befunden. Ich fand halt ihre Bücher zum Thema Kreativität und auch das Buch über Lady Gaga super vorgetragen, super geschrieben. Ich mochte ihre Gedanken, ihre Ideen. Ich mochte den Podcast sehr, den sie hatte. Und so wollte ich auch ihrem Thriller einfach nochmal eine Chance geben. Ja, ja, das ist so, das könnte man jetzt so zusammenfassen. Es geht in dem Thriller um Sarah, die vor 7 Jahren ihren Mann Philipp auf einer Südamerika-Reise verloren hat, er da verschwunden ist, sie nach wie vor nicht so richtig weiß, wo er ist, was mit ihm ist, ob er tot ist und so weiter. Sie lebt zusammen mit ihrem Sohn alleine in dem Haus, in dem sie vorher auch zusammen gewohnt haben. Und eines Tages bekommt sie einen Anruf, sie soll an den Flughafen kommen, ihr Mann ist nun da und aufgetaucht. Und natürlich freut sich Sarah darauf, ist sehr gespannt, doch bei dem Aufeinandertreffen hat sie ein sehr komisches Gefühl und merkt recht schnell, dass dieser Mann nicht ihr Mann ist. Und so kommt es zwischen den beiden zu Streits und Diskussionen, denn der Mann beharrt darauf, Philipp zu sein. Dazu kommt, dass Sarah noch ein Geheimnis umgibt und hat auch irgendwie Angst um ihren Sohn. Und sie fragt sich eben die ganze Zeit, was will dieser fremde Mann von ihr? Was ist mit ihrem Ehemann? Wie hängt das zusammen? Und warum weiß dieser Mann so viel von ihr? Was hat ihr Philipp erzählt und warum hat er das erzählt? Und ich muss sagen, vorneweg wirklich das Positive ist, dass ich schon finde, dass Melanie Rabe Spannung erzeugen kann. Also ich fand es sehr packend. Ich habe 100 Seiten irgendwie in einem Nu weggelesen, hatte gar nicht das Gefühl, dass es jetzt 100 Seiten waren. Es war sehr schnell lesbar, es war schnell erzählt, temporeich und es war auch schon irgendwie unterhaltsam. Ich mochte auch die Ich-Perspektive sehr gerne von der Protagonistin, weil man eben bei ihren Gedanken war, weil man sehr nah dran war, was sie denkt, was sie fühlt, was sie umhertreibt. Man ist eben so live dabei, das mochte ich super gerne. Gleichzeitig würde ich ja fast sagen, dass das vielleicht ein Kritikpunkt ist, weil man natürlich immer nicht weiß, was ist echt, was erzählt uns sozusagen die Protagonistin an Wahrheit oder was erzählt sie nur, weil sie daran glaubt sozusagen. Das finde ich bei Thrillern immer ein bisschen schwierig, aber ich mochte es hier sehr, so nah an Sarah zu sein. Auch die Grundidee fand ich super spannend, weswegen ich dann auch diesen Thriller von ihr ausgewählt habe. Aber für mich waren so einige Handlungsstränge unlogisch, unrealistisch, nicht nachvollziehbar, es gab Logiklöcher und es war einfach total strange. Also mir fehlt da tatsächlich irgendwie die Beschreibung. Ich finde dieses strange, dieses Merkwürdige passt hier wirklich ganz gut. Ich muss sagen, wie hier manche Charaktere gehandelt haben, fand ich total unglaubwürdig und hoffe, das sollte ich mal in Sarahs Situation sein, dass ich bessere Menschen um mich habe. Also sei es irgendwie Freunde, die gar nicht interessiert, dass Sarah hier sagt, das ist nicht ihr Mann. Sie sagt, da lebt ein Fremder in meinem Haus. Sie Leute informiert darüber, die aber wiederum irgendwie mit dem Fremden Kontakt aufnehmen und am Ende irgendwie Sarah dargestellt wird, wie wenn sie eine verwirrte Frau ist. Und ich mir so denke, Leute, warum nimmt diese Frau niemand ernst? Das habe ich so einige Male mich gefragt und echt auch gedacht, warum geht Sarah nicht zur Polizei? Warum geht sie nicht in ein Hotel? Warum bleibt sie mit ihrem Kind in diesem Haus? Es waren so viele Dinge, wo ich ein Fragezeichen dahinter gesetzt habe. Ich habe es einfach nicht verstanden. Zudem fand ich auch die unglaublich vielen Gefühlsbeschreibungen einfach zu viel. Also Sarah fühlte ständig was, wie sie es fühlte, wie sie etwas empfand, wie sie es wahrnimmt, wie sie das aus der Vergangenheit verstanden hat, an was sie sich erinnert. Das haben gefühlt alle Charaktere gehabt. Und ich dachte so, Leute, ja, das Leben ist emotional und gefühlvoll, aber Frau Rabe, ein bisschen weniger Emotion, ein bisschen weniger Gefühlsbeschreibung hätte der Geschichte tatsächlich ganz gut getan. Die offenen Fragen, die dann auch bis zum Ende waren oder sehr spät beantwortet wurden, die fand ich total merkwürdig beantwortet. Zudem gab es auch so einige Logiklöcher, die ich
nicht greifen konnte und ich bin auch überhaupt nicht mit dem Ende glücklich und zufrieden. Ich habe da echt gedacht, okay, ja. Ja, also ich fand das Buch dann gegen Ende tatsächlich auch ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Es hat genug Spannung gegeben. Ich wollte dranbleiben, ich wollte die Auflösung wissen, ich wollte wissen, wo es hingeht. Aber ja, ja. Also leider konnte mich auch der Thriller von Melanie Rabe nicht begeistern. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da nochmal einen dritten ausprobiere. Ich bleibe vielleicht bei ihren Sachbüchern, insofern sie da nochmal was schreibt. Ja, für mich war das irgendwie, ja, spannend, aber ja, total merkwürdig. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch vielleicht kennt. Da könnt ihr ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so gefunden habt und wie ihr dann vielleicht auch das Ende fandet. Ja, also ich, ja, so viel zum Thriller. Dann ein Highlight-Buch und das kann ich direkt schon zu Beginn sagen. Und zwar The Queen's Corgi von David Michie. Wirklich ein absolutes Highlight-Buch, nicht nur, weil hier auch diese total super niedliche Corgi abgebildet ist. Ja, ich bin im The Crown Fever und habe mich dann daran erinnert, ach, du hast ja von David Michie auch noch ein Buch, wo es um die Corgis der Queen geht. Und ich liebe ja von David Michie die Bücher, die rund um die Katze des Dalai Lamas gehen. Da gibt es ja 3-4 Teile und dann gibt es auch noch Geschichten, Märchen, die Katze sozusagen erzählt, die eben so typisch aus Tibet sind. Und das Buch gibt es aber leider nur im Englischen, bin ich sehr verwundert, weil es, glaube ich, sogar erst nach der Katze des Dalai Lama herauskam. Aber ich vermute, dass man als Verlag sagt, in Deutschland interessieren sich eben weniger Menschen um die Queen und deren Hunde, als es zum Beispiel bei der Katze des Dalai Lama der Fall ist. Das wäre so meine Erklärung, Herleitung, warum es bisher nicht übersetzt wurde. Ja, die Geschichte ist auch wie die Katze des Dalai Lama aus der Sicht des Corgi Nelson geschrieben. Wir treffen ihn als kleinen Babyhund, wie er bei skrupellosen Züchtern im Grunde aufgezogen wird. Und durch sein Schlappohr ist aber relativ schnell klar, dass er wohl keine Abnehmer finden wird, die den Preis zahlen, die eben sonst der Rassehund kostet. Und ja, sein Züchter hat hier schon schreckliche Pläne mit ihm, die er auch so unterbewusst wahrnimmt, wenn dann eben die Rede ist, wo sie ihn hinbringen und er dann eben andere Hunde fragt sozusagen, was ist denn da, was passiert da? Und die ihm eben sagen, da ist nie wieder jemand zurückgekommen. Doch eines Tages ja, landet der Hund in den Armen einer Angestellten der Queen. Die muss den Züchtern versprechen, dass sie nie darüber sprechen, wo der Hund hier herkommt. Er landet auf Schloss Windsor und trifft dort eben auch neben der Queen, der königlichen Familie und vergoldeten Räumen und roten Teppichen findet er auch noch 2 weitere Corgis. Denn die Queen, das wissen wir ja, ist ja verrückt nach dieser Hunderasse. Ja, er wird, sein Name wird relativ schnell klar. Er wird Nelson heißen und ist daneben Winston und Margaret. Jetzt kann man natürlich sich überlegen, nach wem die beiden anderen Hunde und auch Nelson sozusagen benannt ist. Und ja, wir treffen auf diese Hunde, Freundschaften sozusagen, die alle ein bisschen anders sind, die ja, Nelson im Grunde auch ganz unterschiedlich behandeln. Wir treffen auf die Königsfamilie, wo wir natürlich die Charaktere durchaus kennen, natürlich besonders die Queen. Und wir erleben eben durch die Augen von Nelson die Geschichte. Was passiert im Königshaus? Was ist, wenn Besuch da ist? Was ist, wenn Reisen sind? Wie ist so die königliche Familie untereinander? Wie ist das Leben bei Hofe und eben auch bei der Queen? Und ja, wie ist das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier? Und das macht David Michie wieder perfekt. Also wer schon die Katze des Dalai Lama toll fand, der wird hier definitiv auch seinen Spaß haben. Vorneweg zum Englischen, ich fand das sehr einfach, sehr gut. Ich bin gut reingekommen, hatte wirklich nur so am Anfang so ein paar Startschwierigkeiten und dann habe ich es aber relativ flüssig weggelesen. Nicht vielleicht in dem Tempo, wie ich ein deutsches Buch lese, aber relativ leicht und relativ einfach. Das kann ich auf jeden Fall auch für Einsteiger empfehlen, weil es auch tatsächlich auch mit 220 Seiten oder so oder knapp 200 Seiten, ja, wirklich auch überhaupt nicht dick ist. Und wer Hunde mag, wer Corgis mag, wer sich fürs Königshaus interessiert, wer vielleicht auch durch The Crown so ein bisschen in diesem Fieber ist, der ist mit diesem Buch wirklich absolut, ja, bedient und hat hier wirklich ein ganz tolles Leseerlebnis.
Ich finde es toll, wie schnell einem die Hunde und auch die Charaktere ans Herz wachsen. Also besonders Nelson, der es ja zu Beginn nicht so einfach hatte, der wächst einem so ran und man lebt mit ihm, man erlebt diese schöne Zeit mit ihm, dieses Ankommen, dieses Lernen, diese Freundschaften haben, dieses Menschen, die sich um ihn kümmern, das ist so, so schön gemacht. Also auch diese Tierliebe, die ihm dann entgegenkommt. Und das wünscht man sich für jedes Tier, das muss ich ganz klar sagen. Und ich persönlich hätte auch super gerne noch mehr gelesen. Also ich fand 200 Seiten fast ein bisschen kurz. Ich hätte mir gern noch so ein paar mehr Geschichten dann über die Queen's Corgis bekommen und weitergelesen. In David Mitchies Geschichten ist immer Buddhismus sehr wichtig. Also diese sehr friedliche Religion. Ich mag das immer nicht. Aber ja, für mich ist das eher eine Philosophie als eine Religion. Und das hat man definitiv auch hier, auch das Thema Achtsamkeit, das Miteinander, diese Fürsorge, aber auch die Eigensorge oder diese Selbstsorge sozusagen, die haben hier auch eine große Rolle. Auch wie Nelson uns Menschen im Grunde den Spiegel vorhält, fand ich richtig, richtig toll. Wir blicken zwar durch seine Augen auf uns, aber das macht er mit so einer Objektivität und mit so einer Offenheit. Also er verurteilt keinen Menschen, er ist immer offen, er gibt jedem immer wieder Chancen. Und das finde ich so, so schön, wirklich diese Betrachtungsweise der Tiere. Ich glaube, dass Tiere, Katzen, Hunde, ganz egal, genau so gestrickt sind. Dass die nicht nachtragend sind oder ähnlich, wie wir Menschen das häufig sind, sondern ja, in dem Moment ertränkt mein Kater seine Spielmaus. Ich glaube, die Spielmaus fände das nicht so toll. Aber gut, ja, jetzt habe ich gleich eine Pfütze in meinem Wohnzimmer, aber ja, wir lassen uns hier nicht stören. Ich habe das hier nur so im Augenwinkel beobachtet. Diese Themen sind bei David Mitchie immer wichtig und auch hier bei The Queen's Corgi. Und das Schöne ist natürlich, wir blicken so hinter die Kulissen der Queen. Wir erleben das Leben am Hofe, im Palast. Wir erleben ganz viele Familienmitglieder, wie die so untereinander sind, wie das mit den Gästen ist. Und wer jetzt natürlich The Crown, so wie ich aktuell suchtet, der ist natürlich mitten im Thema dabei. Kriege ich die nasse Maus, bevor du hier alles nass machst? Nein, bekomme ich nicht. Aber gut, ja, wir sind da so mittendrin und ich fand es einfach herzerwärmend, ich fand es wohlig, ich fand es schön, ich hatte viele lächelnde Momente, mir hat die Geschichte super gut gefallen, kommt für mich definitiv an die Katze des Dalai Lama ran, die mir ja auch sehr gut gefallen hat und jetzt löst sich die Maus auch noch auf, hier ist der nasse Beweis, ja, komm, mach einfach dieses Wohnzimmer nass, ja. Schnell weg, die nasse Maus. Zum Glück ist sie nicht echt. Also ich hoffe, es ist hier im kleinen Regen ja nicht über eine echte Maus, die im Haus umherläuft, sondern eine Spielmaus. Ja, ich bin total vom Thema abgekommen. Also es war definitiv eine super schöne Geschichte, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Besonders wenn man eben Tierliebe hat, wenn man vielleicht selbst Hunde, Tiere, Katzen hat und eben sagt, ja, was denken die wohl so über uns Menschen? Wie empfinden die solche Dinge? Und ich glaube, dass das wirklich David Mitchie auf seine ganz besondere Art und Weise rüberbringen kann. Für mich wirklich auch ein Highlight. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich würde mir wirklich wünschen, dass das Buch auch ins Deutsche übersetzt wird, weil ich glaube, dann würde es eben auch einfach viel mehr deutschsprachige Leser sozusagen finden. Aber wie gesagt, wenn ihr sagt, ich traue mir das zu, schaut vielleicht mal in die Leseprobe rein, wenn ihr euch da unsicher seid mit dem Englisch. Ich fand es wirklich ein Einsteiger-Englisch sehr angenehm zu lesen, auch nicht mit groß komplizierten Worten oder ähnlichem. Ich hatte wirklich meine Freude mit dem Buch. Ganz, ganz toll, ein wunderbares Highlight, was mir auch sehr ans Herz gegangen ist und ja, richtig, richtig schön war und ja, mich zum Lächeln gebracht hat. Und ach, ist er nicht einfach süß? Ja. Dann habe ich in der Woche Der kleine Teeladen in Tokio gehört von Julie Kaplan. Das ist der 5. Teil der Romantic Escapes Reihe. Und wir waren ja bereits mit der Autorin in Kopenhagen, in Brooklyn, in Paris und auf Island. Es steht jetzt schon fest, dass im Oktober ein Buch über die Schweiz kommen wird. Das sind wir in einem Chalet. Im Englischen gibt es noch eine Geschichte über eine Küste in Kroatien. Das haben wir jetzt irgendwie ausgelassen. Und im Englischen folgt demnächst noch eine Geschichte über ein Cottage in Irland. Und ich freue mich auf alles. Ich mag diese kleinen romantischen Fluchten, wie es ja so schön heißt, super, super gerne. Und das ist jetzt auch das 3. Hörbuch, das Hannah Baus einspricht. Und auch die mag ich als Sprecherin mittlerweile super gerne. Ich finde die richtig toll. Ich lausche ihr gerne und ich finde sie, ja, bringt eine ganz tolle Vertonung mit sich und ist hier auf jeden Fall erwähnenswert.
in der 5. Geschichte, und man kann schon mal dazu sagen, dass alle ganz Einzelgeschichten sind, da ist nichts zusammenhängendes, da gibt es keinen wirklich roten Faden. Sucht euch die Geschichte aus, die euch am meisten anspricht, das Land, die Stadt, die euch interessiert. Lest mal rein, im Grunde gibt es ein sehr ähnliches Grundkonzept, aber sie hängen überhaupt nicht zusammen. Also es sind wirklich Einzelbände, die eher diesen roten Faden im Hintergrund haben, eben über diese romantische Fluchten unserer Protagonistinnen. Viona ist angehende Fotografin und reist nach Japan aufgrund eines Stipendiums, das sie bekommen hat, und wird da eben eingeladen von einem hochrangigen Fotografen, und danach ist eben geplant, dass sie in einer angesagten Galerie in London auch eine Ausstellung macht. Ja, sie reist nach Tokio, ist dort angekommen und relativ schnell stellt sie fest, dass ihr geplanter Tutor sozusagen keine Zeit für sie hat, sondern sie trifft auf Gabe, den sie von früher kennt, mit dem sie auch eine etwas unschönere Vergangenheit hat. Zwar merkt sie recht schnell, dass er sich gar nicht so richtig an sie erinnert, aber sie hat so ein paar Probleme mit der Vergangenheit und auch mit dem Teil sozusagen ihrer Vergangenheit, und ja, ist dann nicht amused, dass sie jetzt von Gabe sozusagen hier in Japan angeleitet wird. Sie kommt aber bei einer ganz tollen und liebevollen Gastfamilie unter. Es ist eine sehr warmherzige Familie, die ihr eben auch so ein bisschen die Traditionen und die Rituale zeigen wollen in der Familie, aber natürlich auch des Landes, angefangen von der Teezeremonie über die Bedeutung der Kirschblüten und auch so dieses Im-Moment-Leben, was in Japan ja auch sehr vorherrscht. Viona kann dadurch so ein bisschen aufblühen und auch so ein bisschen ihre Mutter in England vergessen, mit der sie auch kein so ganz leichtes Verhältnis hat, und so entdeckt sie mit uns sozusagen Japan, nimmt uns auch mit zum Thema Fotografie und auch so ein bisschen in diese, ja, Freundschaft, Liebesgeschichte, die es dann irgendwie mit Gabe gibt. Mir hat dieser Band wieder super, super gut gefallen. Also von Highlights wie zum Beispiel Kopenhagen und Island war ja Brooklyn eher so okay und schön, während ich ja Paris sogar abgebrochen habe. Hier finde ich wieder, dass wir eine ganz, ganz tolle Geschichte haben, die sich wirklich definitiv weiter oben ja, in dieser Reihe ansetzt. Mir hat die Leichtigkeit gefallen, mir hat das Flüssige gefallen, das Moderne, mir hat dieser Kulturwechsel super gut gefallen. Das ist ja jetzt doch mit der größere Kulturunterschied, den wir in einer der Geschichten von Julie Kaplan haben. Und mir hat das super viel Spaß gemacht, mit Viona nach Japan zu reisen. Dadurch, dass ja Viona ja, im Grunde auch mit diesen offenen, neugierigen Augen durch Japan geht und uns mitnimmt, reisen wir natürlich auch mit nach Japan und bekommen eben diese wunderbaren ersten Eindrücke von ihr ganz, ganz toll erzählt. Man spürt die unterschiedlichen Werte, Gepflogenheiten, Rituale, wie Leben funktionieren, wie Familie auch in Japan funktioniert. Und das, finde ich, macht Julie Kaplan richtig, richtig toll, wie sie das rüberbringt, wie sie das erzählt, wo sie ihren Fokus hinsetzt. Und das hat sie hier wirklich richtig, richtig toll gemacht. Ich mochte es, in die Kultur von Japan einzutauchen, mir da ein Bild zu machen. Wir bekommen es auch wirklich sehr bildhaft erzählt. Für mich war dieser Kulturwechsel richtig spannend, richtig schön. Ich bin wirklich gerne auch in Japan eingetaucht, ja, besonders an Sommertagen im Balkon und Garten, und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Also es kommt Urlaubsstimmung auf, es kommt dieser Kulturwechsel richtig lebhaft rüber. Japan wird bildhaft erzählt, besonders Tokio. Man sieht die Menschen, die Gebäude, die Viertel, in denen wir unterwegs sind, die Kirschblüte unter anderem. Das ist so, so, so toll gemacht. Ich fand das toll. Was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass es zwischen Gabe und Viona so ein bisschen ein Missverständnis gibt, was es für mich nicht gebraucht hat, weil es so auf einen Weg, wo ich dachte, ach schön, jetzt nimmt es den Lauf, nochmal so eine gekünstliche Unterbrechung gegeben hat, wo ich mir dachte, ha, musste das wirklich sein? Hätte man das nicht ein bisschen anders oder einfach weglassen können? Das hat mich so ein bisschen aus der Geschichte gerissen, und das fand ich tatsächlich nicht ganz so schön. Dennoch wirklich eine Highlight-Geschichte mit diesem kleinen Makel und Menge. Wenn ihr vielleicht die Geschichte kennt oder irgendwann lest, da werdet ihr dann wissen, welche Wendung ich so ein bisschen meine. Ich fand aber einfach Tokio toll. Ich mochte die Charaktere, die uns von dort gezeigt wurden. Ich mochte die Entwicklung von Viona, die eben aufblüht, die sich verändert, die endlich so ein bisschen auch den Mut bekommt, sie selbst zu sein, die auch wirklich ein bisschen was von England und London zurücklassen kann. Und ja, einfach ja, zu einer anderen Frau wird und eben auch diese Entwicklung dieser Flucht hier richtig schön deutlich wurde.
hat Julie Kaplan wirklich ganz, ganz toll gemacht, hat mir super gut gefallen. Ich freue mich sehr auf das Chalet in der Schweiz und hoffe auch, dass uns Kroatien irgendwann, vielleicht nächstes Jahr im Sommer, da noch näher gebracht wird. Wenn nicht, wäre das definitiv auch ein Kandidat, wo ich mich mal im Englischen dran wagen würde, wobei ja für mich immer diese Wohlfühlromane dieser Art am besten als Hörbuch funktionieren, muss ich sagen. Das ist definitiv so das Genre, was ich hier dann in, oder Genre, Subgenre, was ich hier dann eben bevorzugt dann auch höre und da eben meinen Spaß habe. Das nächste Buch war ähnlich urlaubslektürisch, klar, bei fast 30 Grad und man ist im Garten oder auf dem Balkon, da liest man natürlich gerne was, was in der Karibik spielt. Und es ist der Auftakt einer Trilogie, es ist Love It Island von Emilia Schilling. Mich hat hier neben dem Cover sehr, sehr, sehr der Klappentext angesprochen, dass wir hier in der Karibik sind. Es klang nach einem Urlaubsbuch, nach einem Feelgood-Buch, nach toller Stimmung, nach Sommerstimmung und natürlich Karibik war ich super gerne und habe da wunderbare Erinnerungen dran und dachte, ja, da reist du einfach mal zurück. Was ich vorneweg sagen möchte, ist, dass ich den Klappentext etwas verwirrend fand, denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir drei abgeschlossene Geschichten haben, die eben in diesem Hotelresort spielen, auf dieser Insel, mit so unterschiedlichen Couples. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass die Geschichte weiter erzählt wird. Also ich habe jetzt dann auch mal in den zweiten Teil vom Klappentext geschaut und habe dann gemerkt, okay, die Geschichte der, ja, zwei Hauptcharaktere geht im Grunde jetzt auch in den zweiten Teil weiter. Der wird dann schon Mitte Juli kommen und der dritte Teil ist dann für Mitte September, ich glaube um den 20. September, schon angekündigt. Also wir verfolgen hier wirklich ja, im Grunde ein Couple mehr oder weniger oder zwei Couple über drei Perspektiven, jetzt über drei Teile hinweg. Hatte ich so ein bisschen anders erwartet. Finde das aber gar nicht schlimm, möchte es nur vorneweg sagen, weil ich glaube, dass da viele einfach so ein bisschen irritiert sind, wenn sie merken, ha, es geht hier doch irgendwie in eine andere Richtung. Und ich hätte diese Info gerne gehabt, weil ich weiß nicht, ob ich tatsächlich zu einer Geschichte gegriffen hätte, wo sich so eine Liebesgeschichte über drei Teile hinwegzieht oder Liebesgeschichte. Ja, na, das ist nicht, dass ich jetzt sage, das war nicht gut, aber ich möchte es einfach so vorneweg noch mitgeben. Ja, wir treffen auf Maisie, als sie auf der Karibikinsel Love Island ankommt. Die befindet sich im Privatbesitz und es befindet sich eine Hotelanlage darauf für extravagante Gäste. Also da haben wir wirklich Geld, Reichtum und wirklich ganz viel Spaß und Sonnenschein natürlich in der Karibik. Und hier schon wieder die Maus, meine Güte, heute ist er aber sehr, sehr aktiv. Ja, wir erfahren recht schnell, dass Maisie vor etwas davonläuft und sich hier irgendwie eine Auszeit nehmen möchte. Sie ist eine super gute Tennisspielerin und wird dann dort auch gleich für diesen Sportbereich eingeplant. Zudem wird sie auch die anderen Bereiche der Animation sozusagen ja, mit unterstützen. Sie lernt also auch Cocktail mixen und so weiter. Und da sind wir auch so richtig mit dabei. Wir begleiten aber nicht nur Maisie, sondern haben auch noch zwei andere Perspektiven. Zum einen treffen wir auf Violet, die ja aus nicht so guten Verhältnissen kommt, aus Las Vegas kommt, dort auch schon so ein bisschen was Unschöneres in ihrer Vergangenheit erlebt hat und durch einen der ja, Hotelbesitzer, Mitbesitzer sozusagen auf die Insel gekommen ist, der ihr das durchaus häufig auch dann erzählt, dass sie ja nur hier ist, weil er das ermöglicht hat und ja, sie da in die ein oder andere merkwürdige Situation bringt und auch ja, diese ganze Konzeption um diese Beziehung oder dieses Miteinander ist schon ein bisschen merkwürdig, muss man ganz klar sagen. Ach, Katze, hier. Und dann begleiten wir auch noch Blair. Die ist die Tochter einer der Mitbesitzer sozusagen, also reich, verwöhnt. Und ja, die hat nicht ganz überwunden, dass ihr bester Freund, der auch gleichzeitig ihr Ex ist, dass er so gar nichts mehr von ihr wissen möchte. Sie hat auch so ein bisschen ja, so ein bisschen Kontrolle über ihn, beziehungsweise lässt auch nie so richtig locker, ja, stiftet da auch so ein bisschen Feindseligkeiten im Freundeskreis und gerade als dann Trevor, das ist der besagte Ex-Freund, ja, da so ein bisschen ein Auge auf Maisie wirft, da blinken bei ihr alle roten Alarmglocken. Und ja, wir sind auf dieser Insel, wir erleben das Leben, wir sind zusammen eben mit Maisie auch frisch auf dieser Insel, tauchen also auch ganz neu mit ihr im Grunde dort ein und lernen so ein bisschen die Regeln kennen, die weiteren
Crewmitglieder und eben auch die Gäste und was es eben auch so für Aktivitäten auf dieser Insel gibt. Und da kommt wirklich Urlaubsstimmung auf. Das muss ich ganz klar sagen. Es war wunderschön, wohlig, es war heiß, man hat die karibische Sonne gespürt. Es war richtig toll. Man sieht die Strände vor sich, die Unterwasserwelt. Besonders auch das Sportprogramm, was man natürlich auf der Karibik alles im Wasser machen kann, wird uns hier sehr deutlich gezeigt. Vom Tauchen, Schnorcheln, Schwimmen, Jetski fahren über Beachvolleyball, alles, was man irgendwie sich bei der Vorstellung von Karibik im Kopf hat, wird einem hier gegeben. Es ist ein schöner, leichter Ort, wo man sich durchaus auch vorstellen könnte, einfach selbst mal Urlaub zu machen. Und man merkt wirklich diese Leichtigkeit durch die Beschreibungen der Charaktere, aber auch der Insel. Ich fand das wirklich perfekt. Ich fand es sehr bildhaft. Und ich hatte hier meine Erinnerungen sozusagen einfach wieder sehr, sehr direkt vor Augen und habe das sehr genossen, hier in der Karibik zu sein. Ich fand die drei Perspektiven der drei Mädels super spannend. Ich fand die sehr interessant. Auch wenn sie nicht sehr unterschiedlich im Stil waren, fand ich doch, dass die Charaktere uns unterschiedlich vermittelt wurden. Ein bisschen schwer getan habe ich mir mit Blair, die ich einfach unfassbar unsympathisch fand. Und ich glaube, dass das dann immer nicht ganz so einfach ist, wenn man jemanden wie sie so verfolgt in ihren Eifersucht und in diesen, ich bin hier reich, ich bin ja die Tollste und keine Ahnung. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, aber alle drei fand ich sehr spannend in ihrer Erzählweise, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie Dinge weitergeben. Und wenn man dann eben das Zusammenspiel aus diesen drei Perspektiven hat, da fand ich das wirklich eine schöne und gute Mischung. Es hat definitiv auch Spaß gemacht zu sehen, wie Freundschaften entstehen, wie die sich entwickeln, wie das weitergeht, wie offen man wahrscheinlich tatsächlich auch in dieser Branche irgendwo ist. Zusammen natürlich auch mit einer Liebesgeschichte, die sich da anbahnt und dass so das Sommerfeeling einfach aufkommt. Ich fand es ein bisschen viel Drama und ich bin auch mit Trevor als Protagonist sozusagen nicht richtig warm geworden. Ich habe viele seiner Handlungen nicht verstanden, dachte mir, warum ist der so? Will man das wirklich immer auf die Eltern schieben? Warum weiß er nicht selbst, was richtig, falsch, gut oder wie auch immer ist? Warum lässt er sich da so um den Finger wickeln? Als habe ich irgendwie ein Katzenhaar im Auge. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich es schon ganz gerne habe, wenn ich im Grunde die Protagonistin oder eine von den dreien zumindest verstehe, was sie an ihm findet. So richtig klar ist mir das nicht geworden, weil, also mir hätte er gestohlen bleiben können, auch wie er sich dann zu Blair sozusagen verhalten hat und auch welche Konstellationen es gibt und ich weiß nicht, ob man das immer so sagen kann und sich darauf ausruhen kann, ja, er ist halt privilegiert und ist halt so ein reicher Schnösel irgendwie. Das ist für mich so kein Argument, was irgendwie zieht, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ja, eine schöne Geschichte, ein schöner Auftakt in eine wirklich leichte, wohlige, karibische Geschichte. Ich finde es jetzt schade, dass wir wohl irgendwie die Karibik verlassen, so wie ich den Klappentext so vom zweiten Teil irgendwie verstanden habe. Und finde das tatsächlich ein bisschen schade, weil ich wäre halt gerne da vor Ort gewesen und hätte jetzt einfach andere Charaktere auf dieser Insel begleitet. Ich werde den zweiten Band auf jeden Fall anlesen und auch lesen. Habe ich zumindest vor, mal sehen, in welche Richtung es geht. Und bin da einfach sehr neugierig, was mich dann da erwartet. Und werde euch da, denke ich, im Juli oder August auf jeden Fall auch ein bisschen was dazu erzählen. Eine schöne Geschichte. Wer gerne in die Karibik reist, kann hier wirklich dazu greifen. Und diese Leichtigkeit kommt wirklich ganz, ganz toll rüber. Also das hat, finde ich, Emir Schilling wirklich richtig toll gemacht. Und der Kater und seine Maus, das ist heute eine große Liebe. Aber jetzt geht er, zum Glück. Ja, das war es soweit zu den Büchern der Woche. Zur Fußball-EM habe ich schon ein bisschen was erzählt. Ich habe die dritte Staffel von The Crown geschaut. Hier gab es ja jetzt auch den Schauspielerwechsel. Also man behält ja wohl alle Schauspieler immer zwei Staffeln. Und dadurch, dass ja dann sich wirklich jemand 20 Jahre zeitlich verändert, sagt man ja, man holt sich andere Schauspieler. Ich fand hier den Stab auch wieder sehr, sehr gut besetzt. Besonders hervorheben möchte ich Helen Bonham Carter als Schwester von der Queen, als Prinzessin Margaret. Die finde ich ganz großartig besetzt, muss ich echt sagen. Ich dachte ja erst, sie ist Queen Mom, dann dachte ich, na, dafür ist sie aber eigentlich zu jung. Aber so als Schwester der Queen, finde ich, funktioniert sie super. Ich mag es sehr gerne, auf welche Dinge Fokus genommen wird, welche Dinge uns gezeigt werden. Und es ist natürlich irgendwie schon sehr komprimiert, 10 Jahre, ne? In irgendwie, keinen 10 Stunden. Ist natürlich schon das
wo viel Fokus drauf gelegt wurde, viel Drama, wo Dinge wirklich auch am Eskalieren sind. Das nimmt man hier natürlich im Zeitraffer dann tatsächlich wahr. Das nimmt mir immer so ein bisschen mein Entschleunigungsgefühl, was ich sonst bei der Serie spüre, weil doch sehr viel nacheinander passiert, wo ja eigentlich ein Jahr dazwischen liegt oder wie auch immer. Also ich hätte auch gerne immer mal so ruhige Phasen der Queen gesehen. Ich mag es aber nach wie vor, wie die Queen und auch die Königsfamilie gezeigt wird mit ihren Sonnen- und auch Schattenseiten. Und ich bin einfach nach wie vor sehr froh, dass ich nicht Teil dieser Familie bin. Also ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Auch die Queen, die ja immer so als Souverän des Landes irgendwie keine Meinung äußern darf, auch eigentlich keine Meinung haben darf. Und sie ja dann oft so hingestellt wird wie, naja, die will auch gar nichts wissen oder wie auch immer. Und ich mir denke, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Queen eine ganz intelligente Frau ist, die ihren Haufen wirklich im Griff hat. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es irgendwann mal ohne eine Queen wird, weil ich glaube, einem Prinz Charles kann sich irgendwie keiner als König vorstellen, zudem wäre er ja mit der älteste König überhaupt irgendwie in Europa mit seinen über 70, ist ja die Queen jetzt glaube ich 95 geworden. Also ich habe ja das Gefühl, die Queen überlebt Charles noch und dann geht das einfach an Will und ich glaube, das wäre auch eine Generation, die jetzt an der Zeit wäre, König zu werden. Und diesen Struggle, den die Queen in The Crown immer hat mit Charles, also dass das ja der ist, der darauf wartet, dass sie stirbt. Ich glaube, dass das wirklich ein essentielles Gefühl ist zwischen, in dem Fall Mutter und Sohn, was, glaube ich, viele Könige haben, wo eben erst abgedankt wird, wenn der andere, also wenn man stirbt sozusagen. Also es gibt ja jetzt mittlerweile auch schon Könige, Königinnen, die eben einfach das Zepter weitergeben und eben einfach noch weiterleben. Na, ich meine, die Queen Mom hat ja auch noch lange mit ihrer Tochter gelebt, wobei in England ist das ja sowieso ein bisschen anders, was das angeht, aber ja, also in anderen Ländern funktioniert das anders, da kann ja durchaus, hätte ja die Queen Mom in anderen Ländern, hätte sie ja einfach als Königin weiter regieren können, das ist ja in England irgendwie anders, aber finde ich toll gemacht, macht mir wirklich viel Spaß und ich freue mich jetzt auch auf die vierte Staffel, die ja erstmal die letzte sozusagen ist, ich glaube Staffel 5 ist schon in Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, es wird eine neue Queen geben und auf die freue ich mich schon mega. Da habe ich mich nämlich schon ein bisschen gespoilert, wer das sein wird und auch wer Prinz Philipp dann sein wird. Da bin ich schon also total hyped drauf. Und dann wird es ja auch noch eine sechste Staffel geben, also 5 und 6. Und dann müssten wir ja gefühlt eigentlich schon in der Jetztzeit so ein bisschen sein. Also es müsste ja dann schon sehr in die Moderne reingehen, auch dann im Grunde vielleicht sogar Harry und Meghan irgendwie ein Thema sein. Der ja jetzt übrigens auch sein zweites Kind bekommen hat, oder beide haben ihr zweites Kind bekommen, eine Lilibet Diana. Und das finde ich richtig schön. Ich finde das eine ganz tolle Namenswahl. Also Lilibet, so wird ja die Queen in ihrer Familie genannt, beziehungsweise eben auch sehr lange von Prinz Philipp. Ihr Mann durfte sie im Grunde so nennen. Und das finde ich schön, dass man da eine Lilly und eine Lilibet sozusagen hat. Also wird wohl gerufen dann Lilly und Diana natürlich für die Mutter von Harry. Das, was ich ja nach wie vor, also da bin ich ja schon, ach, da kriege ich direkt Gänsehaut, da bin ich schon sehr gespannt, wie man das in The Crown zeigen wird. Das müsste ja dann vermutlich in der vierte Staffel wahrscheinlich noch nicht, aber fünfte Staffel sein. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie man dieses Thema aufgreift und ob man da ein bisschen länger verweilt bei diesem Thema, um dem auch dann irgendwie gerecht zu werden. Aber es gibt ja schon den Film. Ja, wir werden sehen. Also ich bin in The Crown Fieber und ich freue mich jetzt auf die vierte Staffel und auch auf die Fußball-EM und denke, dass das jetzt eine ganz spannende Woche sozusagen für mich wird, meine letzte Arbeitswoche. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf meinen Urlaub. Ja. Ja, vielleicht habt ihr ja dann auch bald Urlaub und einige Bücher auf eurer Leseliste. Könnt ihr mir ja auch gerne mal in den Kommentaren erzählen. Vielleicht auch, ob ihr im EM-Fieber seid, in The Crown Fieber seid, ob ihr gerade auch irgendwelche Highlights beendet habt, wo ihr wirklich sagt, so, das muss jeder lesen, Steffi, lies und stell es vor, dann schreibt das gerne in die Kommentare, lasst uns da gerne ein bisschen quatschen und alle Infos in der Infobox, schaut da gerne vorbei und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.